So, letzter Morgen. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin hier noch jetzt in Tunesien, letzter Morgen. Und dann geht es los, rüber. Ich habe nicht viel geschlafen. War eine lange Nacht, langes Telefon, war wunderschön, hat mich gefreut. Ja, jetzt bin ich dann bald in Italien. Ich bin in einem Vorort von Thusis. Ich habe da zwischen den Häusern übernachtet. Die Garde National kam natürlich, aber die sind immer freundlich, zumindest zu uns Touristen. Und zwar da hinten, gerade so an der Grenze zu einem Naturschutzgebiet. Ja, ich kann sagen, ich bin langsam wirklich gut mit der Kultur vertraut. Und es war wirklich eine wunderschöne Zeit hier. Eben auch mit der Garde National. Die sind im Norden, sind die halt ein bisschen mehr oder da, ja, wo es viele Menschen hat. Aber war kein Problem. Die haben nur gefragt, was ich da mache, wie lange ich bleibe und so weiter. Und ich soll aufpassen. Dann habe ich gesagt, da unten schläft ein Hund. Die Angie, die schläft draußen und wenn einer in die Nähe kommt, dann bellt sie den an und dann hauen die wieder ab. Aber nein, es ist noch nie was passiert. Ah, ich bin's nochmal. Also, ich bin jetzt fast 7 Jahre unterwegs. Ja, am Anfang nicht immer, aber sagen wir die letzten 3-4 Jahre doch viel. Und mir ist echt noch nie irgendwas, eine gefährliche Situation oder den Camper aufgebrochen. Ja, kein Wunder, ich schlafe ja immer völlig abgelegen, außer heute. Aber ich habe auch keine Angst, das kenne ich nicht jetzt. Also diese Art von Angst, ich habe andere Ängste, aber jetzt solche Dinge habe ich nicht. Ich mache mir nichts über Klischees, über Meinungen, die sagen gefährlich, und das kenne ich nicht. Ich gehe in die Kultur und gehe davon aus, dass sie gut sind, die Menschen, und so begegne ich ihnen und so habe ich gute Erfahrungen gemacht und die sind hier recht gastfreundlich. Also Tunesien, es war toll mit dir, du bist ein super Land, super Leute, ich kann nichts Schlechtes sagen, bis auf den Plastik, okay, der ist halt da. Aber es ist jetzt nun mal so. Okay, dann gehe ich weiter in den Tag. Naja, im Hafen von Tunis, da kam noch ein Flüchtling unter meinem Auto hervor, und zwar als ich Angie von der Kabine vorne rausgelassen habe, dann ist er sofort unten rausgekrochen. Er war, glaube ich, noch nicht am Fahrzeug selber, hat wohl geguckt, ob er da sich irgendwo halten kann und mitfahren kann, aber eben als ein Angie rauskam, ist er sofort unten raus und ist davon gerannt. Ja, jeder versucht nach Europa zu kommen und die Europäer versuchen rauszukommen. So ist das nun mal. Jetzt in der Toskana und fahre langsam hoch in den Norden.
So, ich bin ja auf der Rückreise durch Italien durch, habe einen Halt gemacht, 100 Kilometer nach Civitavecchia und zwar Richtung Siena. Gibt es eine Therme, die heißt Petrillo. Und da habe ich jetzt in der Nähe übernachtet, bin da baden gegangen, schön warme Therme. Und jetzt habe ich mich ein bisschen abseits gestellt, habe hier übernachtet. Ja, und ich morgen um 7 früh aufgestanden. Und bevor ich dann weiterfahre, jetzt zuerst mit den Wölfen ein bisschen laufen und dann geht's weiter. In den Norden, in die Kälte. Ja, ich hätte auch hier hochfahren können, ein bisschen weiter. Wobei, da hat es, glaube ich, eine gute Strahlenbelastung. Also war, glaube ich, ganz gut, dass ich da unten war. Und da ist schon die Autobahn. Und ja, hier noch die Umgebung. Es ist jetzt 6 Grad hier oben. Ich bin ein bisschen in den Bergen. Am Meer unten war es eigentlich noch warm gestern, 15 Grad. Aber ja, da im Landesinneren ist es sicher kalt. Ja, da oben gibt es ganz viele Hunde. Aber wenigstens sind sie in einem großen Gehege. Da, das weiß ihr, seht es vielleicht. Oh ja, sehr gerade. Ich muss meinen Unterfahrschutz ja wieder runter machen. Ich bin in Europa. Und das geht eigentlich ganz einfach. Diese zwei Bügel, einer rechts, einer links, rausziehen und dann kommt er runter. So, schon gesehen, jetzt ist er wieder runter. Ne? Ja, sieht nicht so gut aus, aber ja, Vorschrift ist Vorschrift. So, da findet man noch alte kleine Schätze. Der ist extrem klein, den kann man fast von Hand hochheben. Was ist denn das für ein Modell, du? Wie ein Motorrad vermutlich. Wahnsinn. Ein Ape P50 steht hier noch. So, jetzt sind wir da. Große Hundepopulation hier. Kommt da! Ja, aber sie haben viel Platz. Aber das sind sicher fünf Hunde oder so. Oh, ein ist sogar draußen. Oh, Scheiße, ist das kalt hier. Ey. Ich muss mich zuerst wieder dran gewöhnen. Es ist zwar 6 Grad. Also, ja, in der Schweiz wird es noch kälter sein. Um die 0 Grad am Morgen. Ja, jetzt halt. He. So, in Italien Richtung Siena, mitten durchs Land. Und dann Bologna und dann hoch Mailand. Ja, die Straße hier, die Autobahn, die ist top. Ja, ist auch nicht viel Verkehr, gibt schon lange, aber davor war eine Katastrophe. Also die Straßen in Tunesien waren also um einiges besser. Aber jetzt hier natürlich, die ist perfekt. Ja, wie gesagt, Italien hat echt schlechte Straßen. Ihr seht es hier, extrem viele Defekte. Das ist Wahnsinn. Ja, noch was zu meinem Heizsystem. Ich habe hier eine Warmwasserheizung, eine Dieselheizung. Und zwar die vom Motor habe ich missbraucht und die angehängt an... Oh Mann, der Navi. Ja, auf jeden Fall hier, diesen Schalter, der jetzt rot leuchtet, das ist der Heizknopf zum hinten Heizen während der Fahrt. So, also nochmal, mit diesem Schalter stelle ich die Pumpe ein, die in diesen Rebesbecher, eigentlich ist eine Motorstützheizung, die ich eben umfunktioniert habe. Das ist meine Hauptheizung eigentlich, also wenn es richtig kalt ist. Und mit diesem Schalter stelle ich eben die Pumpe da drin an, die habe ich angesteuert. Ich habe den Schalter umgehängt eigentlich und damit kann ich jetzt meinen Aufbau hinten schön warm machen mit dem Warmwasser vom Motor.
das Ganze natürlich über ein Wärmetauscher, damit zwei getrennte Systeme da ist, falls irgendwo ein Defekt ist an einem System, dann ist das andere noch voll mit Frostschutz befüllt. Wenn zum Beispiel der Motor lecken würde, dann würde auch die Heizung hinten leer werden, dann kann man nicht mehr heizen. Jetzt bin ich im Tunnel. Und wenn man nicht mehr heizen kann, ja, dann erfriert man vielleicht. Und was noch? Ja genau, man müsste hinten alles wieder entlüften, weil das ist ja, das sind normale Verbundrohre, die ich da installiert habe mit Konvektoren von Alde, die Konvektoren. Und das müsste man dann wieder entlüften, das ist dann ein Aufwand. Deswegen auch zwei getrennte Systeme. Über Wärmetausch. Ja, das muss man fast filmen. Ein wunderschöner Ausblick. Das da oben ist, glaube ich, Siena, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das war Siena. Und hier ist San Donato. Ach, ich liebe diese italienischen Namen. Die sind einfach speziell. Und schwupps bin ich schon vor der Schweiz. Vor Como, da die Alpenüberquerung liegt an, aber nicht mehr heute, jetzt bin ich, wie viel, 550 Kilometer gefahren heute. So, das ist, glaube ich, Lago di Como oder Lago di Maggiore, weiß es nicht mehr. Da unten ist Mendrisio. Und ich habe hier meinen Schlafplatz gefunden, perfekter Platz. Einheimische haben mir einen Tipp gegeben, als ich mal gefragt habe. So, das ist Tessin. Die stehen, glaube ich, alle leer. Und das ist speziell. Da gehen wir jetzt hoch. So ein schöner Aussichts. Plattform, im Sommer kann man hier frühstücken. Wunderbar. Ja, ein paar Häuser, ob die noch benutzt werden. Hä? Manche vielleicht schon als Ferienwohnung. Aber leben tut hier keiner mehr. Aber sind schon speziell. Da geht es so richtig hoch. Noch ein paar Häuser. So, neuer Morgen und dieses herrliche Morgenrote. Wow! Ja, schöne Nacht war's. Und jetzt mit den Hunden, Wölfen laufen gehen. So, ich muss mich zuerst mal an diese Kälte gewöhnen. Ich bin zwar im Ticino, also Tessin, Südschweiz. Da ist es eigentlich wärmer, aber es ist 3 Grad. Ah, kalt, für mich kalt. Morgens habe ich mit der Klima geheizt. Strom habe ich noch. Bis jetzt immer noch nur mit Solar geladen, aber wenn ich auf dem Pass oben bin, dann schalte ich die Lichtmaschine dazu, wenn ich runterfahre, um die Batterien dann ganz voll zu machen. Ich denke, ja, je nach Wetter wird es langsam knapp dann, hier im Norden, oder Norden, ja, Südschweiz. Ja, ja, wir werden sehen. Aber hier gibt es auch Palmen. Das da unten ist Mendrisio. Aber hört ihr den Lärm von der Autobahn? Und das 24 Stunden lang, das wäre nichts für mich. Also hier könnte ich nicht leben. Eine schöne Kakteen. So, und da hinten seht ihr die Alpen und da müssen wir
Auf die andere Seite, unten durch aber. Wir müssen, glaube ich, auf 1900 Meter hoch und dann kommt der San Bernardino-Tunnel. Ja, und dann noch was wegen Zoll. Gestern bin ich ja von Italien in die Schweiz eingereist. Und ich bin da relativ immer entspannt. Und zwar ist es so abgelaufen, links war eine Autokolonne, etwa 200-300 Meter hat es da hingestaut. Und rechts durften alles, was über 3,5 Tonnen ist, oder Reisebusse, durften da rechts fahren und da war alles frei. Und dann war ich natürlich sofort beim Zoll und da war auch keiner. Und so bin ich dann schön durchgekommen, ganz schnell, ganz unproblematisch, ja. So, das schöne Tessin. Oh, meine Tochter hat mir gerade geschrieben, auf der anderen Seite der Alpen schneit es wie wild. Oh je, das auch noch. Und hier kein Schnee, Sonnenschein, aber das ist genau die Schweiz. Ja, tatsächlich, ich habe gerade die SAT-Karten aufgemacht, der rote Punkt, da bin ich jetzt, super Wetter, dann kommen die Alpen und dann Schneefall, oh je. Ja, der Schnee, der stört mich nicht, aber das Salz. Ja, ich bin fast allein auf der Autobahn. Keiner fährt hier durch auf die andere Seite der Schweiz, weil eben Wetter sehr schlecht und keine Ahnung, ist auch Samstag. So, ich fahre jetzt den Pass hoch und der war ja, der hat richtig Power, das ist wirklich schön. Also jetzt sogar im sechsten Gang, ihr seht's. Vorher musste ich mal in den fünften, weil er zusammengebrochen ist, aber jetzt hält er. Ja, das ist schön. So, jetzt bin ich dann oben, hier das schönste Wetter. Schnee, 0 Grad. Aber meine EDC-Lampe leuchtet jetzt schon lange, ich weiß nicht, was das bedeutet. Die Leistung hat er immer noch. Ach, herrliches Wetter, einfach herrlich. Auf dieser Seite, auf der anderen Seite, ihr werdet es dann sehen. Vom Regen in die Taufe, uiuiui. Ja, ich mache jetzt da oben einen Halt an, jetzt bin ich dann gleich oben. So, habe angehalten, abgestellt, wieder angestellt, jetzt hat sie wieder abgelöscht, keine Ahnung, was das war. Jetzt mache ich hier eine Pause. So, die zwei genießen den Schnee. Es ist saukalt, ich muss mich echt dran gewöhnen. Scheiße, ich bin jetzt voll in den Winter und ich meine, diese Seite ist ja das Wetter noch gut, aber auf der anderen Seite fahre ich dann in Schneesturm. Jetzt gehe ich zuerst mal was einkaufen. So, jetzt verlasse ich die Südschweiz und fahre in den Schnee. Solarertrag hier momentan 460 Watt. Jetzt schalte ich schnell den Motor an. Ich habe nämlich das sieht man gar nicht da. He. So, hier sieht man es. 150 Watt geht in die Batterie. Und jetzt habe ich die Lichtmaschine dazu geschaltet. Und jetzt seht ihr, jetzt sind die schon bei 2000 Watt. Wenn ich Gas gebe, wow, fast 3000 Höhe. Ja gut, also dann fahren wir weiter. So, jetzt geht's in den Tunnel hinein, auf die andere Seite. Ja, das Teil ist lang. So, andere Seite gerade rausgekommen. Oh, da ist ja gar nicht so schlecht. Da schneit es noch nicht.
Straße ist aber ein bisschen weiß. Aber das stört mich nicht. Ja, ich fahre lieber vorsichtig. Mit 60, nicht ganz sogar. Uiuiui. Ui, ui. Ja, vom Sand in den Schnee, so schnell geht's. Schnee, Eis. Wahnsinn. Ja, das Weiße da auf der Straße, das ist nicht etwa Schnee, das ist Salz. Uiuiui. Ui, ui, ui. Aber zum Glück ist es trocken. Dann staubt's nur ein bisschen. Das ist die Schweiz. So, das sieht ja schon besser aus. Aber der Schneesturm, den haben wir noch vor uns. Das kann ich wohl nicht verhindern. So, in den nächsten Tunnel rein. Der Pass ist etwa auf 1650 und jetzt bin ich auf knapp 1300 Meter. Es geht immer weiter runter. Oh Scheiße, jetzt hat es mich wieder mal geblitzt. Das ist Jahre her, hey. Weil ich fahre eigentlich immer gemütlich und ich bin da jetzt mit, ja, was war das? Etwa 88 gefahren. Ich dachte, es sei 100, aber es war 80. Ja, das wird etwa 120 Franken kosten. Das wird teuer. Es gibt noch Abzug, aber von 1 bis 4 kostet es nur 40. Nachher noch 120 und ich glaube, ich bin etwa 5-6 Stundenkilometer zu schnell. Ja, das gehört dazu. He? Scheiße nochmal. So, in einem Tunnel ist man ja ziemlich sicher, aber man weiß nie, wenn man rauskommt, ob da der Schneesturm tobt, weil so langsam ihr seht, komme ich in die Schneezone rein, wo es schneit. Das ist was Schönes. So, ich bin jetzt unten auf 600 Meter und ihr seht, hier hat es geschneit. Momentan nicht mehr. Oh, schaut mal da vorne, zwei große Sandbleche. Das kommt mir in den Sinn, wenn ich die Teile sehe. Aber es sind Hochhäuser. Ein Windrad, auch wir haben solche Teile, wenn nicht so viel wie in Deutschland. So, jetzt bin ich in Landquart und jetzt geht es da rechts weg, Richtung Klosters Davos, um meine Tochter zu besuchen. Noch 20 Kilometer bis zum Ziel und hier regnet es leicht und ich denke, ich werde jetzt da langsam in den Schneefall reinkommen. Aber es sind ja nur noch 20 Kilometer da vorne, ihr seht, es ist ziemlich neblig. So, Tunnel raus und schon beginnt es mit dem Schnee, leicht, ihr seht. Die Straße nach Davos ist übrigens super ausgebaut, ist fast eine Autobahn, damit die Leute sich vom WEF, World Economic Forum, mit Klaus Schwab treffen können und da das ganze Weltgeschehen ein bisschen besprechen. Wobei die Very Important Person, die kommen ja mit dem Flieger oder Hubschrauber am Flugplatz, der in der Nähe ist, glaube ich, Samedan heißt der. Ja, ja, die Schweiz. Das ist die Rätische Bahn. Das lohnt sich mal mit der zu fahren da hinten, nach hinten in die Berge. Wunderschönes Panorama bei schönem Wetter natürlich. So, schon wieder neuer Morgen. Ich bin ja angekommen gestern. Und jetzt mache ich hier eine Pause bei meiner Tochter und schaut euch das schöne Bergdorf an. Ah, ich wurde schon entdeckt von jemand. Wahnsinn, der hat mir schon geschrieben, dass er mich hier gesehen hat. Ah, da blauer Himmel ein bisschen. Ja, herrlich. Vor allem die Häuser, die sind interessant. Die sind wirklich interessant. Und Wasser gibt es hier jede Menge. Die stellen es nicht mal ab. Das friert auch nicht ein. Bestes Bergwasser.
Und so leben hier die Schlafe im Winter. Im Sommer sind die natürlich draußen, also richtig draußen. Und hier ist der Bahnhof. Bahnhof in Saas. Jetzt wisst ihr auch, wo ich bin. Aber nur 2 Tage. Genau. Die ticken nur umeinander. Ja. Schon krass, von der tiefsten Sahara in den tiefsten Winter hinein. Hier schneit es gerade. Ja, die sagen sich immer am Morgen hallo. Die wohnen da draußen. Ja, hier ist richtig der Winter ausgebrochen. Aber ich fahre jetzt dann runter ins Unterland und dann wieder ins Oberland nach Appenzell. Sage ich mal, willkommen in der Schweiz. Ich bin noch im Oberland, da schneit es. Möglicherweise regnet es weiter unten, wir werden es sehen. Oh, da vorne hat es geknallt. Jetzt bin ich im Rheintal, also im Unterland, und ihr seht, kein Schnee mehr. Und schon schneit es wieder. Jetzt geht's hoch, St. Gallen und dann Herisau. So, jetzt bin ich im tiefsten Winter angelangt. Ich mache Wintercamping. Eigentlich schon Wahnsinn. Jetzt habe ich Schnee auf der Haube statt den Sand der Sahara. Und so wechselt das, ja, gibt einen schon zum Nachdenken. Es ist minus 2 Grad hier und jetzt wird alles schön mal getestet bei mir. Bis jetzt funktioniert. Ja, und jetzt bin ich drin und ich muss sagen, das Gerät lohnt sich echt. Das ist ja ein Lüftergerät mit Wärmerückgewinnung. Und ich weiß noch, letzten Februar waren jeden Morgen die Scheiben voll angelaufen. Komplett. Ich musste die jeden Morgen reinigen. Und jetzt ist es nur noch ein bisschen am Rand. Da ist halt eine leichte Kältebrücke, aber nur unten. Ansonsten ist es echt sehr gut. Also die Feuchtigkeit hier wird automatisch mit frischer Luft ausgetauscht. So, das war es wieder von mir. Ja, kleine Bart wachsen lassen, aber nur ein paar Tage, bis der Schnee wieder weg ist. Ja, mein nächster Plan, jetzt stehe ich ja noch hier, aber nur bis so Freitag, Samstag. Dann fahre ich nach Deutschland, nähe Nürnberg. Da werde ich über Weihnachten, Neujahr sicher sein. Zwischendurch noch schnell nach Holland. Ich hole mir nämlich Felgen, 19,5 Zoll zum Einzelbereifung umrüsten. Dann werde ich dann im neuen Jahr, Anfang Januar, nach Spanien reisen. Ja. Also, ihr werdet wieder hören, ich weiß nicht wann, je nachdem, ob ich Lust habe. Ja, also, wenn es euch gefallen hat, wie immer Daumen hoch und danke, wart ihr dabei. War eine tolle Zeit, aber eben, es geht immer weiter und weiter und die Zeit schreitet voran. Okay, dann schöne Weihnachten, gutes neues Jahr, falls ich euch dieses Jahr nicht mehr, ja, oder ihr mich nicht mehr seht, dann... Tschüss.